Zombie Apocalypse. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Unboxing bei mir auf dem Kanal. Heute frisch eingetroffen die Elgato Facecam. Die möchte ich gerne mit euch heute zusammen auspacken. Ich nehme das Ganze mit meiner Logitech C920 HD Pro auf und ich bin schon echt gespannt, ob es eine Verbesserung zu der Elgato geben wird. Wie gesagt, Elgato Facecam Premium Full HD Webcam. Erschien, glaube ich, am 20.10. glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich werde jetzt die Elgato mit euch zusammen auspacken. Und da geht es natürlich schon los, dass ich hier kein Messer dabei habe. Das ist natürlich sehr schlecht. Dann muss ich mal schauen. Ich habe nicht gesehen, dass das hier am Rand zugemacht ist. So, einmal auf. Zum zweiten Mal auch auf. So. Ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen, aber ich habe ja immer noch Urlaub, deswegen alles ganz schnell. Na, wollen wir mal reinschauen hier. Okay, wir kriegen also aus diesem Karton einen weiteren Karton mit einem Quick Starter Guide, wie wir die Kamera befestigen, wie wir sie anstecken und wie wir diese dann benutzen. So, dann schauen wir, dann haben wir hier, ich zeige euch das erstmal. So sieht das Päckchen aus. Dann habe ich hier einen extra Karton drin. Ich vermute mal ganz stock, da ist das 2 Meter USB 3 Kabel drinne. Für die Webcam. Okay, Bedienungsanleitung brauchen wir jetzt nicht. Genau. Von USB, was ist das? USB-C Anschluss ist das, glaube ich, der kleine auf USB. Auf jeden Fall 2 Meter und das Coole ist, man kann die Webcam mit diesem Kabel verbinden. Das Kabel ist nicht fest an der Webcam befestigt und jetzt holen wir natürlich das Prachtstück raus. So sieht der leere Karton aus. Und das ist die Webcam von Elgato. Ich habe sie mir selber gekauft, ist natürlich keine Produktplatzierung. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Klopper. Guckt es euch an, Elgato Facecam. USB-C Anschluss ist das, genau. Den kann man nämlich hier hinten anschließen. An der Webcam. Okay, also wir haben hier vorne eine Klappe drauf, die kann man, glaube ich, kann man die einfach so abziehen, ja, zur Seite schieben und dann kommt das Prachtstück zum Vorschein. Das ist gut. Mal gucken hier. Einfach drauf drücken. Okay, gut, dann haben wir natürlich die Monitorhalterung dabei. Die klappt man einfach hier runter und dann kann man die Webcam bei sich am Monitor festmachen. Ja, einfach so. Man kann aber auch hier unten das komplett abschrauben und hat dann hier unten ein Gewinde dran. Dann kann man zum Beispiel die Webcam auch auf ein Stativ packen. Ich muss mir natürlich da noch überlegen, wie ich das mache. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. So. Ich habe sie wieder festgeschraubt, weil ich werde es erst auf jeden Fall über die Monitorhalterung benutzen. Und wie gesagt, wenn man jetzt hier kann man diese Klappe abmachen, wenn man wirklich will, dass die Webcam aus ist. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Wir haben hier haben wir irgendwo eine Beschreibung? Nee, nicht wirklich, ne? Wir haben, glaube ich, einen Sony-Sensor hier verbaut. Ja, einen Sony-Sensor. Wir haben eine RAW-Videoübertragung. Wir können die Elgato Facecam mit dem Stream Deck verbinden und ich werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt meine Logitech C920 HD Pro. Ich werde jetzt die Logitech anschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Mal sehen, wie das Bild ist. Ich lasse die Einstellung erstmal auf Standard. Es gibt noch eine Software dazu.
Da müssen wir dann aber erstmal schauen und ja, dann sage ich bis gleich. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Jetzt mit der Elgato Facecam. Ja, ihr seht schon, ich glaube, ich habe mich von der Qualität her wirklich etwas verbessert im Gegensatz zu vorher. Also, jetzt läuft alles über meine Elgato Facecam, über die neue, nicht mehr über die alte Logitech C920, die ich hier habe. Mal sehen, was ich damit machen werde. Ich weiß es nicht. Wir sagen... Das war jetzt total doof, was ich gemacht habe. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ganz schnell die Software an. Ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr vom Bild haltet. Also ich finde ja, das Bild hat sich definitiv verbessert im Gegensatz zu der alten Cam. Ich denke mal, das solltet ihr dann auch bei den Aufnahmen in den Let's Plays sehen, beziehungsweise wenn wir was testen, das sollte alles viel smoother und so ablaufen. Und jetzt gehen wir, denke ich mal, in die Elgato Settings rein. Ich habe noch die Standardeinstellungen, also ich habe die Webcam einfach angesteckt und dann ging's los. Und jetzt blende ich euch auch mal die Einstellung ein, genau. So, das ist im Prinzip das Menü. Ihr seht jetzt die Videovorschau nicht, weil die Facecam ja von Elgato genutzt wird. Und das ist auch alles nichts Professionelles hier. Hört es euch einfach an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich bin ja eigentlich noch im Urlaub, aber ich dachte mir, ich muss so ein Video machen. Und ja, also wir haben jetzt hier im Prinzip die Videoeingänge und sehen, dass hier oben unsere Elgato Facecam auch ausgewählt ist. Dann haben wir einen Zoom-Schalter. Ich habe den jetzt komplett zurück, aber wir können zum Beispiel bis 24,4 Grad ranzoomen. Aber es wird auf jeden Fall erstmal so bleiben. Okay, Gerät haben wir zu, Zoom haben wir fertig. Bild, wir können den Kontrast, die Sättigung und die Schärfe einstellen. Die steht jetzt bei mir auf plus 2. Plus 4, dann sieht man natürlich richtig scharf aus. Aber das ist nicht jedermanns Sache und meine auch nicht. Wir können natürlich auch komplett wegnehmen, dann hat man so ein leichtes Verwischen. Und deswegen, ich bin eigentlich mit plus 2 ganz zufrieden. Die Sättigung habe ich jetzt hier, glaube ich, auf, ich weiß nicht, 47 oder vielleicht sogar 50. Dann wird man ein bisschen röter. Man kann natürlich die Sättigung auch noch komplett runternehmen, dann ist man schwarz oder komplett hochdrehen. Aber ich würde so sagen, bei 48... Kann ich nicht auch 48 eingeben? Ja, das klappt auch. Hallo, ich wollte hier 48% eingeben. Macht doch immer nur 49. Na gut, in zweier Schritten, na dann lassen wir 49. Die Einstellung können wir immer speichern hier oben. Dann speichert er die Einstellung direkt auf dem Gerät. Das heißt, ich kann die Webcam einfach mitnehmen, zu meinem Kumpel gehen, anstecken und habe die gleichen Einstellungen, wie ich sie jetzt hier eingestellt habe. Ich muss mich damit natürlich noch ein bisschen zurechtfinden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Belichtung auf automatisch stehen. Wenn ich die jetzt ausmache, kann ich sie selber einstellen. Dann kann ich zum Beispiel die Verschlusszeit einstellen, wie man es bei DSLR-Kameras, also bei Spiegelreflex-Kameras kennt. Und ja, stelle ich es jetzt zum Beispiel auf 1/8 und will auch mit 60 FPS aufnehmen, dann ist das alles so verwischt. Also man muss mindestens auf 1:64 stellen, damit die Bewegungen flüssig sind. Umso niedriger der ISO-Wert, umso besser. Wir können ihn natürlich hochstellen, wird alles leicht überbelichtet, ne? Ich werde die Belichtung aber auch erstmal auf automatisch lassen. Den Weißabgleich habe ich zurzeit nicht auf automatisch. Ich habe mir eine Temperatur eingestellt. Ich kann den jetzt natürlich auf automatisch setzen. Ändert sich da was? Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber ich kann die Temperatur, sagen wir mal, runterregeln. Dann wird sie so ein bisschen blaustichig oder richtig grell gelb. Aber ich bin eigentlich mit den 4000 ganz zufrieden. Vielleicht 4100 oder 200. Mal sehen. Oder halt auf automatisch lassen, je nachdem. Mal gucken. Rauschunterdrückung habe ich aus. Beziehungsweise das war so eingestellt. Und... Oh, jetzt war ganz kurz. War ganz kurz hier weg. Ist egal. Ich würde sagen, wir haben uns die Einstellung kurz angesehen. Ihr seht auch schon, die Kamera, also die hat keinen Autofokus. Die nimmt so auf, wie es einmal angezeigt wird. Und wenn ich jetzt hier meine Hände mache, sind die wirklich auch scharf. Ne? Das hatte ich ja bei der anderen Kamera. Umso näher ich da rangegangen bin, umso verwaschener wurde es mal und nicht mehr richtig scharf. Ich habe ja, glaube ich, einen Abstand von 30 cm bis 1,20 oder bis einen Meter. Stellt er halt im Prinzip alles scharf, was hier so rundherum ist. Und das finde ich richtig gut. Und von der Qualität her ist es auf jeden Fall auch Bombe. So, dann würde ich sagen, gehen wir aus den Einstellungen wieder raus.
Und dann war es das mit der Vorstellung der Elgato Facecam. Wie gesagt, ich hoffe, in meinen LPs wird es ein bisschen gesehen, beziehungsweise bei den Unboxings und alles, dass alles ein bisschen schärfer ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin, euer Basti. Tschüssi.